Herzlich willkommen zur Folge 30 bei Kurs Ophio hilft. Wir sind wieder zurück aus Hamburg. Wir, also Georg und ich, wir waren ja letzte Woche Freitag in Hamburg bei der Sendung Netzprediger zu Gast. Oder besser gesagt ich, Georg, war im Publikum. Und dazu gibt es später noch ein Video. Also ich hoffe, ich kriege das im Laufe dieser Woche geschnitten. Das bekommt ihr natürlich auch über die ganzen Social-Media-Kanäle mit und natürlich auf unseren TV-Kanal, weil da kommt alles, was so Vlog-mäßig ist, also Kurs Ophio TV, Vlog oder Making-of nennen wir das Ganze ja. Das seht ihr dann auf dem TV-Kanal, was wir so in Hamburg noch getrieben haben. So viel dazu. Und jetzt auch noch der Hinweis, oder ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben ein neues Videodesign. Ich habe das am Wochenende noch mit Felix zusammen fertig gemacht. Und falls ihr da noch irgendwelche Anregungen habt oder Meinungen dazu, gerne in die Kommentare, lesen wir auf jeden Fall durch. Jetzt zur Frage, die mal wieder aus dem Helpdesk-Bereich kommt. Also ich beantworte ja zum einen immer Fragen, die ihr uns stellt in den Kommentaren oder per Mail oder im Forum. Aber diese Frage, die kam von einem Kollegen von mir, der sowas relativ häufig als Problem im Helpdesk hat. Und solche Sachen möchte ich einfach auch beantworten, weil die, denke ich mal, auch sehr relevant sind. Und zwar geht es um Folgendes: Man möchte eine Datei kopieren auf einen USB-Stick und stellt dann fest, hier zu groß fürs Zieldateisystem. Das ist jetzt nun mal exemplarisch dafür. Den Screenshot habe ich mal ergoogelt. Dass man mal sieht, okay, wie sieht sowas aus eigentlich? Die Fehlermeldung sagt eigentlich Folgendes aus, dass der USB-Stick falsch formatiert ist. Denn das Dateisystem, das ist höchstwahrscheinlich, und ich habe hier so einen Kandidaten unter E, der ist allerdings jetzt ein bisschen klein, aber das ist wurscht, der ist dann höchstwahrscheinlich in FAT32 formatiert. Wenn man mal unter Eigenschaften guckt. FAT32 unterstützt aber nur Dateigrößen bis maximal 4 GB. Wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, dann sieht man, das ist eine Datei mit 7,32 GB Größe. Also das ist höchstwahrscheinlich der Grund, warum es nicht geht. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich formatiere den Stick neu mit einem neuen Dateisystem. In dem Fall jetzt, aufmerksame Zuschauer sehen, das ist nur ein 4 GB Stick. Ich werde das jetzt aber hier nicht demonstrieren, deswegen können wir das auch auf einem 4 GB Stick machen und müssen hier keinen größeren als 4 GB haben. Gut, einmal könnte man sagen, okay, ich formatiere das Ding neu, dann ist halt alles weg, was auf dem Ding ist. Und dann sage ich hier zum Beispiel NTFS und dann habe ich einen Stick, wo ich dann richtig große Dateien draufschieben kann. Das ist dann recht gut. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel XFAT zu nutzen. Das hat dann auch zur Folge, dass man größere Dateien draufschieben kann, aber FAT und FAT32 ist dafür nicht geeignet. Ich bin, was das angeht, eigentlich immer ein Fan von NTFS. Dann formatiere ich das Teilchen auf NTFS und dann kann ich auch große Dateien kopieren. Habe ich allerdings schon Daten auf dem Stick, dann muss ich den konvertieren. Das heißt, ich muss sagen, okay, zum Beispiel ist hier eine super wichtige Textdatei, die soll natürlich ja bestehen bleiben. Und jetzt könnte ich mit Windows R, mit der Windows-Taste R, dann öffnet sich unser Ausführen-Dialog, könnte ich jetzt dann über CMD das CMD öffnen. Das ist bei mir immer schön groß, damit ihr das auch in den Videos seht, was ich hier eintippe. Und jetzt kann ich hier mit dem Befehl Convert dann den Laufwerksbuchstaben, das ist in dem Fall E-Doppelpunkt, und dann Schräger, also Slash FS, Doppelpunkt NTFS und Enter, das ganze Teil konvertieren. Möchten Sie die Bereitstellung aufheben? Das ist soweit in Ordnung. Und jetzt läuft hier die Konvertierung durch. Gut. Und jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an. Die wichtige Datei ist noch da. Und wenn man jetzt hier mal auf Eigenschaften geht, sieht man, es ist ein NTFS-Laufwerk. Das heißt, die Konvertierung hat funktioniert. Das Ganze kann ich natürlich auch bei Festplatten machen. Wenn ich eine Festplatte habe, die noch mit FAT32 formatiert ist, dann kann man das natürlich auch mit diesem Convert-Befehl. Ich werde den Convert-Befehl mal in den Artikel packen. Dann könnt ihr da einfach das Ding rauskopieren. Und könnt dann da eure Festplatte, euren USB-Stick, was auch immer, konvertieren. Und dann funktioniert das auch mit den größeren
Dateien auf einen Stick oder Festplatte zu kopieren. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns natürlich nach wie vor auf euer Feedback, eure Fragen. Schickt uns eure Fragen entweder per Mail, wenn es jetzt geheim sein soll oder wenn man es nicht mitbekommen soll von anderen, oder postet es noch besser in unser Forum qsofu.com/community. Dort können wir dann schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten, können ein bisschen was vielleicht rückfragen oder Rückfrage halten, und dann kommt das Ganze in die Sendung, wenn es, sagen wir mal, mehr oder weniger ein abgeschlossener Fall ist, und ihr könnt dann vielleicht auch noch mit anderen Leuten diskutieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von QSOFU Tech.